abgegebenen Stimmzettel 665. Mit Ja haben gestimmt 199 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 423 Abgeordnete, Enthaltung 43. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Mariana Haarder-Kühnel ist auch im dritten Wahlgang um das Amt zur Vizepräsidentin des Parlaments gescheitert. Die AfD muss nun einen neuen Kandidaten für das Amt nominieren. Die Partei hatte zuvor bereits ihren Kandidaten Albrecht Glaser nicht durchsetzen können, der vor allem wegen islamfeindlicher Äußerungen dreimal durchgefallen war. Nach den Statuten des Bundestags steht jeder Fraktion ein Stellvertreter des Präsidenten zu. Der jeweils vorsitzende Präsident leitet die Bundestagssitzungen, überwacht die Redezeit der Abgeordneten, kann Ermahnungen aussprechen und auch des Saals verweisen.